Gute! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Daniel von der Odenwälder Feuerküche. Und das Schöne ist, da der Daniel jetzt einen neuen Kanal hat, durfte ich mir etwas wünschen. Und wenn ich mir etwas wünsche, was ist es dann? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube Gibanitza. Es ist immer Gibanitza. Wer das noch nicht kennt, wer das beim Daniel noch nicht gesehen hat, wer das unbedingt mal nachmachen möchte, und das solltet ihr, weil es ist großartig, der sollte jetzt am besten dranbleiben. Ja, in diesem Sinne, liebe Leid, wir wünschen euch viel Spaß. Ja, und was soll ich sagen? Sebastian hat wieder gerufen und hat eingeladen und ich bin natürlich wieder gekommen, denn ich liebe das Sauerland. Das Sauerland ist wunderschön, ist wie unser Orwold, nur anders halt. Und Sebastian hat sich Gibanitza gewünscht oder wie ich es auch gerne nenne, Feta-Käsekuchen. Und wenn er sich das gewünscht hat, dann bekommt er das tatsächlich auch. Wir fangen an mit einer wunderschön glänzenden Schüssel, in der ich jetzt ein bisschen Milch hineingegeben habe und jetzt kommt ein bisschen Mineralwasser dazu. Liebe Leute, ihr wisst es ganz genau, die genaue Zutatenliste gibt's wie immer am Ende vom Video. Könnt euch abschreiben, screenshotten, wie auch immer. Da steht nämlich dann auch drin, wie viel Eier in dieses Rezept kommen. Und da wir gerade bei Eier sind, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann würde ich mich über ein Abonnement freuen, einen Daumen nach oben, einen schicken Kommentar. Ich unterhalte mich ja so gerne mit euch. Und wenn ihr noch dran denkt, bitte die Glocke drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten, liebe Leute, ich bedanke mich jetzt schon im Voraus. Ganz viel Liebe geht raus. Milch und Eier wurden verquillt. Jetzt kommt noch ein Becher saure Sahne dazu. Wer diesen Feta-Käsekuchen oder wie er am Balkan heißt Gibanitza noch nicht gemacht hat bzw. probiert hat, sollte das unbedingt mal machen. Also schmeckt nämlich großartig, sofern ihr Feta-Käse mögt. Ich liebe Feta-Käse, ich bin quasi ein Fetaschist und könnte es täglich essen. Wir haben jetzt die saure Sahne da auch noch hineingerührt und würzen das Ganze jetzt mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer, sofern der Pfeffer aus der Bix kommt. Macht nicht zu viel Salz hinein, denn wir geben gleich noch den Feta hinzu. Und Feta hat ja schon einen richtig guten, salzigen Eigengeschmack, denn er ist ja meistens eingelegt in Salzlake. Somit seid vorsichtig mit dem Salz. Ich habe jetzt hier zwei Päckchen Feta. Achtet bitte darauf, dass es auch tatsächlich Feta ist. Also das erkennt ihr immer daran, wenn da tatsächlich Schafsmilch draufsteht oder Ziegenmilch. Meistens ist das so eine Mischung aus Schafs- und Ziegenmilch. Bitte keinen Balkankäse kaufen. Balkankäse ist aus Kuhmilch hergestellt und hat einen sehr, sehr milden Geschmack. Feta ist ja schon sehr, sehr kräftig und wir brauchen den kräftigen Geschmack. Ich habe den Feta jetzt in die Flüssigkeit mit eingebröselt und verrühre das Ganze jetzt nochmal ein bisschen. Also ihr müsst das jetzt nicht reinkloppen oder so, sondern einfach nur mal so ein bisschen verrühren und den Tisch dreckig machen. Das gehört immer dazu. Ich werde jetzt aber erstmal den Tisch nochmal sauber machen und dann können wir damit beginnen, unseren Feta-Käsekuchen quasi zu schichten. Denn der wird quasi geschichtet, so ähnlich wie eine Lasagne. Das machen wir jetzt. Und zwar habe ich hier eine Gussbrotbackform. Meistens mache ich das ja in so einer Backform, also so einer flachen, quadratischen. Aber heute haben wir mal uns entschlossen, mal eine Brotbackform zu nehmen. Und dann habe ich hier Jufka-Teig. Den Jufka-Teig, den bekommt man mittlerweile eigentlich überall in jedem Supermarkt. Und der wird dann quasi so zerrobbt. Und dann tunken wir den immer wieder so in die Flüssigkeit. Und schichten das Ganze von unten nach oben. Immer schön eintauchen, schichten, abreißen, eintauchen. Und wieder schichten. So, und das machen wir jetzt so lange, bis die ganze Form bis oben hin gefüllt ist. Achtet darauf, dass, wenn ihr so eine Form benutzt, noch ein bisschen Platz nach oben ist. Weil das Ding, das geht euch megamäßig auf und wenn nach oben kein Platz mehr ist, dann fällt alles raus. Und das wollen wir nicht. Die übrige Flüssigkeit, die kippen wir jetzt einfach drüber, denn hier wird nichts weggeschmissen. Und dann können wir jetzt quasi auch schon zum Backen kommen. Ich wische die Form jetzt nochmal ein bisschen ab. Und dann gehen wir zum Grill. Und zwar ist der Grill jetzt vorbereitet auf 180 Grad. Und wir werden das Ganze natürlich indirekt grillen. Das heißt, von der Kohle weg.
Das machen wir auf diesem Kugelgrill. Das kommt jetzt da drauf. Deckel runter. Und das Ganze dauert jetzt ungefähr... bisschen länger wie eine Stunde. So nach 45 Minuten würde ich mal reingucken und gucken, was der Käsekuchen so macht. Aber in der Regel so, ja, so eine Minute 20 dauert das Ganze. Und so sieht er dann aus, wenn er fertig ist. Liebe Leute, ich bin mir fast sicher, ihr möchtet diesen Feta-Käsekuchen oder Gibanica, wie er genannt wird, mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein Pack Jufka-Teig, Schafskäse, Milch, Mineralwasser, saure Sahne, 4 Eier, Salz und Pfeffer. Und was soll ich sagen, liebe Leute? Weil sich so viele gewünscht haben, dass ich ab und zu mal was vor der Kamera probiere, werden wir das jetzt tun. Aber vorher abonniert den Kanal, abonniert die Sauerländer Barbecue. In diesem Sinne, viel Spaß! Liebe Leute, ihr habt es euch gewünscht, dass ich öfters mal vor der Kamera was probiere. Sebastian probiert jetzt mit mir. Und ja, damit er beim ersten Mal nicht so alleine ist. Genau. Also, guten Appetit. Ne? Mahlzeit. Mahlzeit. Wie immer, großartig. Großartig, ne? Und das Lustige ist, liebe Leute, wenn das noch richtig abgekühlt ist, also ich esse es am liebsten kalt. Isst du es kalt oder warm? Ich esse es warm. Wenn da noch was übrig bleibt, dann esse ich es auch kalt. Ja, also ich, wie gesagt, kalt, warm, ich liebe es einfach nur. Solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Mega gut. Schmeckt immer super, Zutaten super simpel. Geiles Rezept. Ja, also liebe Leute, in diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Mach's gut.